Was Putin während seiner Amtszeit getan hat. In 17 Jahren hat Putin den russischen Haushalt um das 22-fache, die Militärausgaben um das 30-fache und das Bruttoinlandsprodukt um das 12-fache erhöht. Russland ist beim Bruttoinlandsprodukt von Platz 36 auf Platz 6 in der Welt aufgestiegen. Er erhöhte die Goldreserven um das 48-fache, 643,2 Milliarden Dollar. 256 Mineralvorkommen sind unter russische Kontrolle zurückgekehrt, drei stehen noch aus. Er hat die kabalischen liberalen Produktionsaufteilungsvereinbarungen der Geschichte aufgelöst. Hat 65% der Ölindustrie und 95% der Gasindustrie sowie viele andere Sektoren verstaatlicht. Er hat die Industrie und die Landwirtschaft angekurbelt. Russland ist seit 5 Jahren in Folge der zweit- bis drittgrößte Getreideexporteur der Welt und hat damit die USA überholt, die jetzt auf Platz 4 liegen. Putin hat die Durchschnittsgehälter im öffentlichen Sektor innerhalb von 12 Jahren um das 18,5-fache erhöht. Er reduzierte den Bevölkerungsverlust in Russland von 1,5 Millionen Menschen pro Jahr im Jahr 1999 auf 21.000 im Jahr 2011, was einer 71,5-fachen Reduzierung entspricht. Putin hat auch das Kaschow-Jod-Abkommen gekündigt und damit die Integrität Russlands verteidigt, die gemeinnützigen Organisationen, die fünfte Kolonne publik gemacht und den Abgeordneten verboten, Konten im Ausland zu führen, Syrien verteidigt und den Krieg in Tschetschenien beendet. Die Aufhebung der Produktionsaufteilungsvereinbarungen durch Putin ist eine große Leistung. Die Produktionsaufteilungsvereinbarungen ist dieses Abkommen, mit dem Amerika Russland seit den 90er Jahren ausraubt und Jelzin im Gegenzug Kredite gewährt. Putin kämpfte fast 4 Jahre lang mit zahlreichen Änderungsanträgen für die Aufhebung des Gesetzes. Die Aufhebung der Produktionsaufteilungsvereinbarungen hat Putin in Amerika unglaublich verhasst gemacht, da er ihnen die ungehinderte Ausplünderung Russlands genommen hat. Warum kann Putin nicht alles auf einmal ändern? Warum macht er Zwangsstopps? Warum muss er manchmal zu befristeten Vereinbarungen greifen? Weil die sogenannten Demokraten das Land in den 1990er Jahren untergehen ließen, es ausverkauften und die Sozialparasiten von Russlands Bodenschätzen leben ließen, 1000 verräterische Gesetze, einschließlich der Verfassung von 1993, verabschiedeten und das Land so sehr schwächten, dass es für Russland Anfang der 2000er Jahre schwer war, sich Amerika ohne Konsequenzen zu widersetzen, weshalb Putin sie allmählich bekämpft. Deshalb musste er manövrieren und alles schrittweise tun, nicht auf einen Schlag. Und jetzt denkt er auch darüber nach, wie er die Probleme Russlands lösen kann und es gleichzeitig nicht anderen wie Libyen und Syrien ausliefert. Amerika hat schon lange die Nase voll von Putin, der ihnen mit beneidenswerter Konsequenz den Einfluss nimmt. Erst Gebiete, die sie geplündert haben, dann schlägt er vor, den Dollar durch eine andere Zahlungswährung zu ersetzen. Und all dies ist nicht sicher. Ein Beispiel. Gaddafi bezahlte mit seinem Leben für die Idee, die Rechnungswährung des Dollars durch eine andere zu ersetzen. Jetzt gibt es kein reiches, florierendes Libya, keinen Gaddafi. Libyen liegt in Trümmern. Die Erfahrung des FSB war nicht umsonst. Putins geniale Multitricks. Präsident Putin hat bei seiner Münchner Rede am 10.02.2007 verstanden, dass eine harte Konfrontation mit dem Westen unvermeidlich ist, aber gleichzeitig ist die russische Armee nicht darauf vorbereitet. Gleichzeitig würde eine offene Vorbereitung auf den kommenden Krieg dem Westen Zeit geben, Russland zu einem Zeitpunkt eine geopolitische Niederlage zuzufügen, zu dem es noch nicht stark genug ist, oder sich auf einen neuen kalten Krieg vorzubereiten, der in einen heißen übergehen könnte, und es Russland auf keinen Fall erlauben, sich für die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts zu rächen, den Zusammenbruch der UdSSR durch einen CIA-Agenten. Beim KGB nehmen sie nicht jeden. Nur ein Meister der Spezialoperationen konnte sich einen derart vielseitigen Plan ausdenken. Sein Wesen bestand in einer vorübergehenden Verschleierung des wahren Entwicklungsvektors Russlands und der russischen Streitkräfte. Daher wurde Dmitri Medvedev, der die undankbare Rolle eines exzentrischen Systemliberalen akzeptierte, zum Nachfolger gewählt. Doch Anatoly Sertjukow, der am 15. Februar 2007 unmittelbar nach der Münchner Rede zum Verteidigungsminister ernannt wurde, erhielt vom Präsidenten eine noch schwierigere Aufgabe. Mit der Ernennung eines in militärischen Angelegenheiten nachweislich inkompetenten Mannes zum Verteidigungsminister sollte bei den westlichen Partnern der Eindruck erweckt werden,
dass die russische Armee kurz vor ihrer endgültigen Auflösung steht, indem ihre Verbindungen zum heimischen militärisch-industriellen Komplex gekappt und sie in eine Einheit verwandelt wird, die nur noch in der Lage ist, lokale Antiterroreinsätze durchzuführen. Aus diesem Grund wurden die für die russische Marine unnötigen Mistrals gekauft und es wurden Fakes über Pläne zum Kauf von gebrauchten deutschen Leoparden, italienischen Hubschraubern, gepanzerten Fahrzeugen und Radpanzern in die Runde geworfen. Sertjukow musste jedoch nicht militärisch kompetent sein, da militärische Angelegenheiten von anderen, speziell ausgebildeten Personen bearbeitet wurden, deren Namen noch nicht freigegeben wurden. Von Sertjukow wurden andere Talente verlangt, die er in seiner vorherigen Position im föderalen Steuerdienst perfekt unter Beweis gestellt hatte. Es war die Fähigkeit, geheime Finanzoperationen durchzuführen, die Fähigkeit, seriöse öffentliche Ausgaben unter dem Schleier von Scheinfirmen, Schmiergeldern und unzulässigen Mehrwertsteuerrückerstattungen zu verbergen. Der Westen hatte sich so sehr von der totalen Korruption der russischen Eliten überzeugt, dass er selbst den Köder schluckte, wie die Sonderoperation zur Annexion der Krim zeigt. Die westlichen Mächte wurden von den Geheimdiensten mit Informationen über die totale Korruption im russischen Verteidigungsministerium versorgt und diese Informationen waren für sie so glaubwürdig und entsprachen so sehr ihren eigenen Vorstellungen von Russland, dass sie nie daran dachten, tiefer zu gehen. Und zu dieser Zeit wurde die russische Armee aufgerüstet und auf die kommenden Schlachten vorbereitet. Geheime Einrichtungen, Bunker und Kommandozentralen der strategischen Raketentruppen, die Radarstationen neuen Typs, wurden unter Verwendung des gestohlenen und irrational ausgegebenen Geldes in halsbrecherischer Geschwindigkeit und unter größter Geheimhaltung gebaut. Der totale Diebstahl auf den olympischen Baustellen war auch ein Ablenkungsmanöver, um die starke Aufstockung der Mittel für Verteidigungsprogramme vor potenziellen Gegnern zu verbergen. Wie Faktseba berichtet, hat Russland eine interessante Wirtschaftstaktik angewandt, alle um den Finger gewickelt und in ein paar Tagen mehr als 20 Milliarden Dollar eingenommen. Außerdem hat es etwa 30% der Aktien ihrer eigenen Monopole zurückerhalten. Früher besaßen ausländische Investoren, Amerikaner und Europäer einige Anteile an Energieunternehmen, was bedeutet, dass fast die Hälfte der Einnahmen aus der Öl- und Gasindustrie nicht in die russische Staatskasse, sondern auf die Konten europäischer Finanzhaie flossen. Aufgrund der Situation auf der Krim begann der Rubel stark zu fallen, aber die Zentralbank unternahm nichts, um den Rubel zu stützen. Es gab sogar Gerüchte, dass Russland einfach nicht über die Währungsreserven verfügte, um den Rubel zu stabilisieren. Diese Gerüchte und Putins Erklärungen, dass er bereit sei und die russischsprachige Bevölkerung der Ukraine schützen werde, führten zu einem starken Rückgang des Aktienkurses russischer Energieunternehmen. Und die Finanzhaie begannen, Aktien zu verkaufen, bis sie völlig wertlos waren. Putin wartete die ganze Woche ab und lächelte nur auf Pressekonferenzen. Und als der Kurs fiel, gab er Befehl, gleichzeitig von allen Europäern und Amerikanern Aktien zu kaufen. Als diese Finanzhaie merkten, dass sie hereingelegt worden waren, war es zu spät. Die Aktien waren in russischer Hand. Russland hatte in diesen Tagen nicht nur mehr als 20 Milliarden Dollar verdient, sondern auch die Anteile seiner Unternehmen zurückgeholt. Jetzt gehen die Einnahmen aus Öl und Gas nicht mehr ins Ausland, sondern bleiben in Russland, der Rubel steigt von selbst und es besteht keine Notwendigkeit, Russlands Devisenreserven zur Unterstützung des Rubels auszugeben. Die Aktien wurden innerhalb weniger Minuten für einen Hungerlohn aufgekauft und die Finanzhaie Europas und Amerikas ohne Öl- und Gaseinnahmen zurückgelassen. Man untersagte Flüge in die EU und den Betrieb der europäischen Flugzeuge. Als Reaktion darauf wurde ein Flugverbot über Russland verhängt. Die Europäer und Briten müssen nun einen großen Umweg in Kauf nehmen, um nach Asien zu fliegen, was für sie teurer wird. Die amerikanische Boeing hat jedoch keine derartigen Sanktionen verhängt und wird weiterhin tätig sein und den Europäern Marktanteile und Gewinne wegnehmen. Außerdem wird die russische Luftfahrt einen noch nie dagewesenen Anreiz für Inlandsflüge erhalten. Anstatt ausländischer Flugzeuge zu kaufen, werden die Hersteller von Zivilflugzeugen und Flugmotoren unterstützt. Eine Reihe russischer Banken ist von SWIFT abgeschnitten worden. Und wie wird Europa für russisches Öl, Gas und Düngemittel bezahlen? An dieser Stelle muss daran erinnert werden, dass die Ukraine, die Europa verliert, der zweitgrößte Getreideexporteur der Welt ist. Was werden die Europäer ohne Gas, Dünger und Getreide aus der Ukraine tun? Europa hat die Einfuhr seiner Autos nach Russland verboten. Mit diesem Verbot ruinieren sie ihre Industrie. Zumindest hat Russland etwas, woraus es seine eigenen Flugzeuge und Autos herstellen kann. Russland ist der größte Lieferant von Titan und Palladium für den Weltmarkt. Was werden die Europäer dann für die Herstellung ihrer Flugzeuge und Autos verwenden, wenn ihnen der Export verboten wird?
Die Realität ist, dass Europa diese Sanktionen bald aufheben muss, weil die europäische Wirtschaft sonst an allen Fronten in eine Katastrophe gerät. Die pragmatischen Amerikaner, die Sanktionen selektiver verhängen, werden die europäischen Unternehmen einfach aus dem Markt drängen. Europa wird von den Getreideexporten aus der Ukraine und den Gas- und Düngemittelausfuhren aus Russland ausgehungert werden. Hinzu kommt, dass noch vor der Operation in der Ukraine bis zur Hälfte der Düngemittelfirmen in Europa geschlossen werden. Ein solch hoher Gaspreis wird europäische Produkte teuer und unrentabel machen. Und ein Verbot bestimmter Waren würde einen doppelten Schlag bedeuten. Das wäre für Europa eine völlige Katastrophe, sodass die Sanktionen eher eine emotional bedrohliche Wirkung haben, um zu versuchen, die Ukraine in seinem Einflussbereich zu halten, indem es weiterhin Getreide, Eisenmetalle und natürlich billige Arbeitskräfte, ukrainische Flüchtlinge, von dort bezieht. Die russischen Truppen zerstörten 13 Biowaffenlabore in der Ukraine, von denen einige unterirdisch lagen, sodass sie mehrere Sprengungen durchführen mussten, um sie zu zerstören. Putin hat Informationen, dass der Westen, das US-Gesundheitsinstitut, das französische Gesundheitsinstitut und das deutsche Zentrum für Infektionsforschung Milliarden von Steuergeldern dieser Länder in der Ukraine investiert hat, um unter dem Vorwand von Forschungsgeldern biologische Waffen zu entwickeln. Putin argumentierte, dass er über Beweise verfüge, die er schließlich öffentlich machen werde, wenn die Welt bereit ist, ihn zu hören. Putin zufolge wusste Selenskyj von den Laboren und erhielt Schmiergelder als Gegenleistung dafür, dass er deren Betrieb im Geheimen und ohne offizielle Aufsicht zuließ. Das russische Verteidigungsministerium hat mehrfach Dokumente über Biolabore in der Ukraine veröffentlicht. Sie sind öffentlich zugänglich. Diese Dokumente belegen auch, dass das israelische Gesundheitsministerium und Mossad ein Biolabor auf der Schlangeninsel betrieben haben. Laut diesen Informationen war das Biolabor auf der Schlangeninsel an der Erforschung einer durch die Luft übertragbaren Tollwut beteiligt, die, wenn sie sich ausbreitet, die Erde mit einer fast